Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich. Wenn Sie einverstanden sind, dann starten wir in den Nachmittag, hoffentlich frisch ausgeruht, nach einem guten Mittagessen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Rainer Stroppig. Ich bedanke mich bei der Firma IT Visions, dass ich hier dabei sein darf und über ein Thema sprechen darf, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich Windows 8 Store Apps, Windows 8.1 plus natürlich alles drumherum, und wir werden sehen, dass die Cloud hier eine große Rolle spielt. Aber damit ich etwas genauer weiß, was Sie schon wissen und was Sie hier interessiert, frage ich mal: Wer hat denn schon eine Windows Store App geschrieben? Eins, wo ist die zweite Hand? Zwei, wer hat schon eine Windows Store App veröffentlicht? Die gleichen zwei. Hervorragend. Wer hat vor, in nächster Zeit eine Windows Store App zu schreiben und zu veröffentlichen? Ein schlechtes Vorzeichen für meinen Vortrag. Gut. Nehmen wir erstens an, dass ich Sie motivieren kann. Ich werde die gleiche Frage am Ende nochmal stellen und hoffentlich sehe ich dann ein, zwei Hände. Nein, das ist nicht so wichtig. Ich habe mit so etwas durchaus schon gerechnet. Das überrascht mich nicht. Windows Store Apps sind für viele Leute so ein Thema, mit dem man sich ja vielleicht beschäftigen möchte. Vielleicht wäre man interessiert, aber sicherlich für die meisten noch nicht beschäftigen muss, denn wie viele unserer Kunden haben denn Windows 8, geschweige denn Windows 8.1? Naja, die Marktdurchdringung ist noch nicht so genial. Das ist aber nicht so tragisch, denn ich habe, wie gesagt, damit ein wenig gerechnet und ich habe daher den Vortrag so aufgebaut, dass ich hoffentlich für jeden was drin habe. Also erstens, Sie lernen natürlich, was gibt es Neues in Windows 8.1 für Developer, das ist klar, und hoffentlich sind Sie dann begeisterter von dieser Plattform und geben dem Ding eine Chance. Wenn nicht, auch gut. Sie werden, sollten Sie WPF oder, wie der Manfred gesagt hat, Gott habe selig, Silverlight programmieren. Ich oute mich als Silverlight-Freund, ich trauere Silverlight wirklich nach. Also sollten Sie generell XAML programmieren, dann werden Sie in diesem Vortrag auch viel finden, auch wenn Sie keine Store-Apps entwickeln. Sie werden viel über Visual Studio 2013 Neuerungen in Verbindung mit XAML kennenlernen und vielleicht kann ich Ihnen da oder dort auch Tipps geben, durch das Ihre WPF-Applikationen möglicherweise besser werden. Mal sehen. Und natürlich Store-Apps, die auf Mobile-Tablets laufen, brauchen irgendein Backend, und was könnten wir da Besseres nutzen als Windows Azure? Klar, ich werde ein winziges Stückchen Windows Azure verwenden und vielleicht ist das auch für Sie spannend, mal zu sehen, wie man in der Praxis damit arbeitet. Wenn Sie Fragen haben, bitte unterbrechen Sie mich immer. Es soll eine interaktive Session sein. Ich möchte hier nicht 80 Minuten lang frontal vortragen, sondern ich möchte, dass Sie Fragen stellen, ich möchte, dass Sie mich unterbrechen und ich möchte auch, dass Sie kritisch sind, was diese tollen Features betrifft. Vom didaktischen Aufbau dieses Vortrags, was können Sie in den nächsten 1 Stunde und 16 Minuten erwarten? Sehr viel Visual Studio, sehr viel Code, sehr wenige Slides. Ich habe mal die Frage gestellt, so auf Vorträgen, ich habe mir die Frage gestellt, wann bekommt man als Speaker die besten Noten? Und ich bin so drauf gekommen: erstens Free T-Shirts und zweitens viel Live-Coding. Free T-Shirts, damit kann ich heute leider nicht dienen. Ich hätte eins, aber mein Oberkörper ist nicht so trainiert, dass ich das jetzt in die Menge werfen möchte. Also, ja, Sie wissen schon, was ich meine. Und viel Live-Coding heißt, Sie haben Slides bekommen, ich habe die Slides mit. Wir können sie am Ende nochmal zum Rekapitulieren nutzen, aber ich möchte anhand eines durchgängigen Beispiels von vorne bis hinten einige dieser Neuerungen, die aus meiner Sicht wichtigsten Neuerungen, zeigen. Wir werden also fast die ganze Zeit im Visual Studio verbringen, fast die ganze Zeit Code schreiben, uns ansehen, wie man damit umgeht, und hoffentlich klappt alles. Sie wissen ja, wie das so ist mit Live-Coding. Manchmal geht auch was schief, dann werden wir auch hoffentlich sehen, wie man denn debuggt und alle diese Sachen mal sehen. Wenn Ihnen was auffällt, dass ich was falsch mache, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Die ersten paar Slides verwende ich schon, nämlich um kurz einen Überblick zu geben, wer denn ich eigentlich bin. Was können Sie mich fragen? Fragen können Sie mich, sage ich immer, alles, nur wo ich halt vielleicht eine Antwort weiß. Ich komme von der Firma Software Architects. Wir sind ein langjähriger Partner von IT Visions. Wir haben ein Flaggschiff-Produkt, das nennt sich Time Compass, eine Projektzeiterfassung. By the way, wenn jemand sowas sucht, einen Blick drauf.
Würde uns auf jeden Fall freuen. Es ist eine Applikation, die ist zu 100% in Managed Code. Wir waren eines der ersten Projekte in ganz Europa, das Windows Azure produktiv genutzt hat. Es basiert alles auf XAML und C#, .NET 4, 4, 5 und alle diese hübschen Dinge. Das heißt, das, was ich Ihnen hier erzähle, erzähle ich Ihnen nicht aus einem rein theoretischen Wissen, sondern das ist unser tägliches Brot. Damit arbeiten wir jeden einzelnen Tag. Zweitens, ich selbst bin Windows Azure MVP. Most Valuable Professional, das bekommen die, die viel mit Windows Azure machen und kein Geld damit verdienen. Nein, das war jetzt ein Scherz. MVP ist ein Titel, den bekommt man für Community-Arbeit. Wenn man viel schreibt, viel präsentiert auf Community-Treffen. Und Cloud ist für uns extrem wichtig. Wir leben zu 100% in der Cloud. Wir haben unser gesamtes Office in der Cloud, wir haben unser Visual Studio Backend in der Cloud, wir haben also unsere Datenbankcluster in der Cloud, wir sind eine komplette Software as a Service Company. Und daher, wenn Sie Fragen in diese Richtung haben, wir haben mehrere Jahre Erfahrung mit Windows Azure, vom allerersten Tag an. Und dementsprechend kann ich schon ein wenig drüber reden, was gut funktioniert und was vielleicht nicht immer so gut klappt. Wir haben ein Schwesterunternehmen, die Firma Software, der Roman Schachtel wird diesen Vortrag bei der zweiten Veranstaltung in Graz halten. Ich wollte ihn hier erwähnen, denn er hat mir beim Vorbereiten der Slides auch geholfen. Die Hälfte davon sind von mir, die Hälfte davon sind von Ihnen. Sie werden den Unterschied nicht merken, aber ich möchte ihn explizit erwähnen. Wo wir uns mehr auf Coaching und punktuelle Trainings und ähnliche Dinge konzentrieren, die Firma Software macht dann Individuallösungen für Kunden, die was Individuelles haben und schlussendlich Training. Aber da haben Sie ja den perfekten Anbieter hier sitzen, den Holger Schwichtenberg, mit seiner IT Visions, und über diese IT Visions biete auch ich meine Trainingsleistungen an. Und damit genug der Vorstellung, wir legen los. Wenn ich Sie frage, was ist denn das Wichtigste an Windows 8? Was ist die Neuerung? Dann höre ich immer genau eines, und das finden wir hier links unten. Naja, wenn wir schon einen Startbutton haben, dann wollen wir natürlich auch draufdrücken, und spätestens dann sind die meisten etwas enttäuscht, denn das ist es, was rauskommt, wenn man auf den Startbutton drückt. Nicht ganz, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die man umstellen kann, zeige ich Ihnen gleich. Dieser ganze Hype um den Startbutton geht mir mörderisch auf den Geist. Nicht nur mir, sondern auch dem Roman Schacher, und wir mögen diese Diskussion nicht, und damit ist der Startbutton für diesen Vortrag erwähnt, Sie haben ihn gesehen, ja, er ist wieder da, alles gut, danke. Und jetzt kümmern wir uns um die wirklich... du möchtest ihn per Code anpassen? Man kann alles anpassen, ja natürlich. Es gab ja auch schon für Windows 8 um 5 € einen Startbutton wieder dazu, aber das ist eine andere Geschichte. Ein paar kleine Tipps schon, also nicht unbedingt zum Startbutton, aber zum Startmenü. Wenn Sie hier unten mit der rechten Maustaste draufklicken und zum Beispiel hier auf die Properties gehen, gibt es hier diesen kleinen unscheinbaren, wunderschön gestalten, nach Metro-Gesichtspunkten designten Dialog, noch nicht ganz. Und bei dem kann man hier unten am Startscreen einiges umstellen. Nummer 1, man kann auf die App View umstellen, wenn man auf den Startbutton drückt, und das ist für manche Anwender leichter, denn man sieht an dieser Stelle jetzt die Desktop-Apps erstens ganz vorne. Es ist ähnlich gegliedert wie bisher in Abschnitte. Man sieht, hier gibt es wieder die einzelnen Zwischenabschnitte mit den Programmen drinnen. Außerdem habe ich es so eingestellt, da habe ich jetzt nicht darauf hingewiesen, aber das zeige ich Ihnen hier nochmal ganz kurz. Wenn ich hier nochmal in die Properties reingehe, dann ist es an dieser Stelle möglich, dass ich hier erstens die Desktop-Apps vorne anzeige. Das hat zur Folge, dass ich eben erst die Desktop-Apps bekomme. Da kann ich herumscrollen und dann kann ich hier wieder rauffahren zu meinem Standard-Start-Button. Normalerweise ist es umgekehrt. Also wenn Sie Windows 8.1 ausrollen wollen und noch praktisch noch keine Windows 8.1-Apps verwenden, dann können Sie auf diesen Screen umstellen. Dort finden Sie alle Ihre Desktop-Apps. Ob das übersichtlicher ist als ein Startmenü, das ist die andere Sache. Außerdem kann man hier so Kleinigkeiten machen wie When I sign in, go to the desktop instead of start. Also Sie starten den Rechner und landen sofort am normalen Desktop und nicht im Startmenü. Wenn Sie allergisch gegen das Startmenü sind, können Sie so die allergischen Reaktionen etwas reduzieren. Ja, wurde mir schon gesagt, dass manche das unbedingt wollen. Und ja, das ist es. Show my desktop background on start. Das ist eine der wichtigsten Funktionen, die irgendwie kommt mir vor, wird überall erwähnt. Sie sehen Hintergrundbild und hurra, jetzt habe ich das gleiche Hintergrundbild und bin dadurch weniger verwirrt. Ich weiß es nicht so genau. Soll so sein. Gut, aber jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen. Ja. Wie gesagt,
In den Slides finden Sie dann viele, viele Details. Und das erste Detail, das ich Ihnen zeigen möchte, und das ist wirklich interessanter, denn damit kann man was machen, sind die Tiles. Also Live-Tiles, darüber werde ich jetzt nicht reden, das ist ein Windows 8-Thema, das hier ist ein Windows 8.1-Vortrag, also damit beschäftige ich mich nicht. Ich möchte mich aber damit beschäftigen, was man mit diesen Tiles machen kann, und mittlerweile gibt es, Sie sehen es hier, mehr Teilgrößen. Diese Tiles können sehr, sehr klein sein, wie hier bei diesen Small-Tiles gezeigt. Die können so mittelgroß sein, das waren die bisherigen normalen Tiles. Die können wide sein, das kannten wir auch schon, aber die können jetzt auch large sein, und hier kann man wirklich am Desktop in diesem grafischen Element schon richtig was darstellen und vielleicht mit dem Benutzer ein wenig interagieren, ihn darauf hinweisen, was hier wichtig ist, wie zum Beispiel, dass es in Wien heute regnet. Das ist für mich heute unglaublich wichtig, aber ich sehe es zumindest. Wenn ich jetzt meine Applikation mit diesen Tiles ausstatten will, dann ist das gar nicht so schwierig, und damit sind wir auch schon im Visual Studio. Ich habe hier eine komplett neue Applikation in Visual Studio 2013 angelegt. Nein, es ist noch keine Applikation, es ist nur ein leeres Visual Studio. Und wir starten wirklich from scratch. Ich werde versuchen, auch so wenig wie möglich Code Snippets zu verwenden. Wir werden Schritt für Schritt diese Anwendung erstellen. Wir beginnen mit einer Blank App, für die, die das noch nie gemacht haben. Hier im Windows Store Ordner gibt es eine Blank App. Da geben wir dem Ding einen Namen. Und zum Thema meiner App muss ich dazu sagen, ich bin privat begeisterter Hobby-Imker, Bienenhalter, und ich brauche eine Verwaltung für alle meine Bienenstöcke, die sogenannten Bienenbeuten. Und dementsprechend, das heißt in Englisch ein Hive, ein Beehive ist ein Bienenstock, und dementsprechend machen wir heute einen Hive-Manager. Ich setze hier dran hinten Live. Damit weiß ich, dass das die Live-Variante von meinem Hive-Manager ist. Der macht nicht allzu viel. Ich speichere diese Solution gleich mal ab. Und zwar hier habe ich mir einen Ordner gemacht. Genau hier. Hive-Manager Live. Save. Wunderbar. Diese Applikation macht eigentlich noch gar nichts, denn ich habe die Blank-Application gewählt. Wir werden uns das Schritt für Schritt erarbeiten. Und der erste Punkt, wie gesagt, bei den Tiles, den finden wir hier im Application Manifest. Für diejenigen unter Ihnen, die noch keine Windows Store Apps geschrieben haben, im Manifest stehen so Dinge drinnen wie: diese App will auf die Webcam zugreifen, die sogenannten hier Capabilities. Und noch viele andere Dinge, unter anderem auch die Visual Assets. Gut, das ist unser Hive Manager, und dann können wir hier einstellen, auf welchen Teilgrößen der Name der Applikation dargestellt werden soll. Wir können sagen, standardmäßig ist es ein 150x150 Logo. Foreground Text, ja, der soll light dargestellt werden. Ja, und dann bräuchten wir irgendeine Farbe. Eine Farbe, lassen Sie mich mal schauen. Ich bin ein begeisterter GIMP-User, wenn es um solche Dinge geht, um Bitmap-Grafiken. Da haben wir schon. Passend zu Bienen stelle ich mir mal irgendein Gelb vor. Vielleicht so, vielleicht noch etwas ins Rötliche gehende. Das sieht doch gut aus. Ich gebe hier in Visual Studio einfach meinen Farbcode ein, und dann habe ich schon mal meine Background Color für meinen Tile gesetzt. Und jetzt geht es darum, diese Tiles einzeln zu definieren. Jetzt habe ich natürlich hier in den Assets drinnen nur 4 Logos, die sind relativ langweilig, und glauben Sie mir, wenn ich jetzt anfangen würde, insgesamt 4 mal 4 sind 16 plus noch ein paar weitere Logos zu zeichnen, dann sind die 80 Minuten vorbei, und wir haben gerade mal gesehen, wie man GIMP nutzt. Daher werde ich an dieser Stelle sehr wohl ein paar vorbereitete Icons verwenden. Sie sehen hier sehr kleine Icons, da habe ich so ikonografisch eine Biene dargestellt, und dann für die etwas größeren habe ich ein Bild, das ich von meinem Bienenstock gemacht habe, rausgenommen, und jetzt werde ich einfach diese Assets hier nehmen und hier mal rüberziehen. Yes, yes, yes. Komm. Ja, du darfst überschreiben. Achten Sie bitte hier auf dieser Seite auf die Namensgebung. Damit verschiedene DPI-Einstellungen bei den Images gut funktionieren, bei den Tiles, muss man jedes Logo, jedes Image in verschiedenen Auflösungen hinterlegen, und Windows 8.1 wird sich genau das richtige Teil herausnehmen. Und jetzt werden wir das mal einstellen. Wir werden hier zu den ganz kleinen Logos gehen. Da klicke ich mal hier drauf, gehe auf die Assets und nehme mir hier
den Small 100. Genau. Und Sie sehen, er hat durch die Namensgebung automatisch erkannt, dass es die verschiedenen Icons in unterschiedlichen passenden Auflösungen gibt. Das sehen Sie hier beispielsweise, weil hier drinnen App Icon Small Scale 100, 140, 180 und 80. Da habe ich mir die Arbeit angetan, diese Biene in verschiedenen Größen auszugeben, dann das als PNG abzuspeichern und das habe ich hier entsprechend eingebaut. Das gleiche haben wir hier für die Mediums, die hat er ebenfalls automatisch anhand des Namens erkannt. Hier brauche ich jetzt die Wide. Wo haben wir meine Wide? Was habe ich jetzt angeklickt? Wahrscheinlich den 100er nehme ich mal an, den hier. Genau, hat er auch erkannt. Jetzt verschwinden langsam unsere roten Kreuzchen. Und jetzt kommen die neuen Teilformate, nämlich die großen, die Large. Wähle ich ebenfalls aus, hat er ebenfalls gut durchgemacht, sieht wunderbar aus. Und als letztes geben wir noch ein Store-Logo dazu, ist überhaupt kein Problem. Das sehen wir irgendwo unten. Small-Logo. Nein, den wollte ich gar nicht. Doch, hier, Logo. Na, ich habe den falschen verwendet. Habe ich mir den vorbereitet? Logo Scale 80. Nein, Logo habe ich keins. Dann machen wir einen Splash Screen. Ah, den hat er automatisch erkannt. Wunderbar, anhand des Namens. Sieht wunderbar aus. Und wenn ich jetzt das Ganze hier mal starte, dann sollten wir hier, wenn es wahr ist, jawohl, einen Splash Screen sehen. Haben Sie ihn kurz gesehen? Also der Splash Screen hat funktioniert. Jetzt ist das noch nicht so toll. Jetzt schauen wir uns noch unsere Tiles an. Rechte Maustaste, Deploy. So, dann gehen wir in unser Startmenü. Hier drinnen wird, ja, hier haben wir ihn schon, den Hive Manager. Und da sehen Sie jetzt genau, wie diese Tiles funktionieren. Wenn ich beispielsweise einen Medium-Teil nehme, dann haben wir unsere ikonografische Biene. Wenn wir unseren Small-Teil nehmen, dann wird sie noch kleiner. Und wenn wir den großen Teil nehmen, dann haben wir ein schönes Bild. Unterschätzen Sie die Wichtigkeit dieser grafischen Assets nicht. Das ist erstens beim Einstellen im Store super wichtig, weil die Analyse und das Freigeben der Applikation wirklich davon abhängt, ob das alles schön aussieht. Und ich meine, wir wollen doch möglichst schön hier präsent sein und hier kann man den Platz wirklich nutzen. Wenn Sie jeden Tag vor Ihrem Desktop-Computer sitzen, wird sich Ihnen der Sinn dieser Tiles nicht so ganz erschließen, denn Sie sind immer nur in der Desktop-Ansicht. Wenn Sie aber einen Windows-Tablet Ihr eigen nennen und auf der Couch sitzen und oft mal auf diesen unteren Windows-Knopf drücken und ins Hauptmenü kommen, dann werden Sie sehr schnell sehen, dass diese Tiles wirklich praktisch sind. Keine Frage, die bieten mir einen schönen, schnellen Überblick, was eigentlich los ist. Und wie gesagt, diese Tiles sind jetzt etwas größer und Sie haben mal gesehen, wie man hier arbeitet. Sie können sich vorstellen, dass das Erstellen der grafischen Assets natürlich ein wenig Arbeit ist. Fragen dazu? Nein? Wunderbar. Dann haben wir den ersten Teil unserer Applikation schon geschafft. Next one. Als nächstes möchte ich Ihnen eine ganze Reihe von neuen Controls zeigen. Und das erste neue Control, das ich Ihnen zeigen möchte, lassen Sie mich mal überlegen, ob ich das irgendwo drinnen habe, vielleicht hier in den News. Ja, hier sieht man genau solche Sachen. Und zwar das hier, was Sie hier sehen, nennt man eine Hub-Navigation, Bing News. Hier sehen wir auf der linken, schauen Sie nicht auf das Grafik, auf die Grafik hier, das ist zufälliger Content, das ist einfach die heutigen News. Auf der linken Seite sehen Sie ein sogenanntes Hero Image, ein großes Image, das irgendwie den Einstieg ziemlich gleich abholen soll. Und da sind zum Beispiel irgendwelche Titelinformationen drauf. Und wenn ich nach rechts scrolle, dann sehen Sie hier so verschiedene, man sagt hier dazu Hubs, unterschiedliche Contents können dargestellt werden. Wenn Sie sagen, es gibt hier Informationen, Informationen, die möchte ich darstellen und mit einem Touch-Device kann der Benutzer sehr schnell von rechts nach links fahren und kann sich die sogenannten Hub-Sections in den Fokus holen, die wirklich wichtig sind. Es ist nicht dazu gedacht, dass Sie hunderte Hub-Sections machen, sondern es könnte verschiedene Bereiche geben. Es könnte in Ihrer Applikation eine Kundenliste, aktuelle Aufträge, aktuelle Kundenbeschwerden, die abgearbeitet werden müssen, was auch immer Sie dort reintun müssen. Das bezeichnet man als Hub mit in diesem Fall einem Hero-Image und eben verschiedenen Hub-Sections.
Und bis jetzt musste man das relativ aufwendig mit verschiedenen Grid-Views und List-Views und allen möglichen XAML-Zeugs programmieren. Und das ist mit Windows 8.1 wirklich super einfach geworden. Und ich möchte in unserem Fall natürlich auch ein Hero-Image verwenden. Ich habe ein hoffentlich schönes Bild von meinem Bienenstock mit. Und dann möchte ich gerne daneben in einer Hub-Section eine Liste von Bienenstöcken darstellen. Und diese Bienenstöcke sind dann eben in der Cloud gespeichert. Die sind in einem 3-Knoten-SQL-Cluster in Windows Azure gespeichert und wir greifen natürlich über einen Web-Service drauf zu und das brauchen wir uns nicht selbst zu bauen, sondern dafür verwenden wir gleich Mobile-Services. Aber erst bauen wir unser XAML. So, ja genau. Wenn Sie mit dem Hub-Control experimentieren möchten, dann empfehle ich Ihnen einfach mal hier die Hub-App anzulegen. Das ist eine Demo-App, die generiert ein wenig Code und dann sehen Sie mal vorneweg, ohne große grafische Images, wie denn das so funktionieren kann. Und Sie können sich einfach durch den Code ein wenig durchbewegen, ein wenig analysieren, was hier die Microsoft so an Code generiert. Man könnte das auch als Muster hernehmen. Ich zeige Ihnen das mal, wenn wir hier auf die Hub-Page gehen. Lassen Sie mich ein wenig aufräumen, der Videobeamer hat nicht die beste Auflösung der Welt. Dann sehen wir, dass, ja, hier haben wir es drinnen, dann sehen wir, dass es hier diesen Hub gibt, dass es hier den Hub-Header gibt, dass es hier unten eine Hub-Section mit dem Background gibt. Das ist nämlich unser Hero-Image, das wir hier dahinter haben und das ist hier in diesem Fall einfach nur grau. Und dann kommen die verschiedenen Hub-Sections und wenn ich da runter scrolle, und dann komme ich irgendwann auf die nächste Section. Ist Ihnen aufgefallen, was oben passiert ist? Wenn Sie viele Hub-Sections haben, ist Visual Studio so intelligent, Klammer auf meistens, Klammer zu, dass er Ihrem Cursor folgt und genau jene Hub-Sections in den Vordergrund bringt, in den sichtbaren Bereich oben, an denen Sie gerade arbeiten. Das Klammer auf meistens, Klammer zu, habe ich deshalb dazu gesagt, weil es in vielen Fällen leider nicht funktioniert. Da mag Visual Studio nicht, dann fahren Sie ein paar Mal mit dem Maus-Cursor rauf, runter, mit dem Tastatur-Cursor rauf, runter und irgendwann zeigt das dann an. Hoffentlich. Aber wer viel WPF, Silverlight und ähnliches programmiert hat, weiß, der Editor oben ist bestenfalls in simplen Applikationen nutzbar. Wenn es wirklich hart auf hart kommt und wirklich komplex wird, dann können Sie den oben vergessen. Also wenn Sie sich meine Kollegen ansehen, die seit 8 Jahren nichts anderes als WPF-Entwicklung machen, die sehen den oberen Bereich gar nicht. Die machen einfach nur den unteren Bereich und können sich das vorstellen. Aber gut, gerade am Anfang ist es äußerst hilfreich, wenn man oben sieht, was man unten tippt. What you type is what you see, so wird es auch manchmal bezeichnet. Theoretisch könnte man, glaube ich, auch oben hinklicken und mit der Maus was herumverschieben. Ich lasse die Finger davon. Ja, ich bin ein Code-Mensch. Ich liebe Code. Ich kann mit visuellen Designern zugegebenermaßen nicht viel anfangen. Mag andere Leute geben, die können mit diesen Dingen was anfangen. Ich weniger. So, und jetzt gehen wir in unsere Applikation. Hier drinnen, Loading Designer, der ist noch relativ langweilig. Da ist nämlich so gut wie nichts drinnen. Machen wir das etwas kleiner, damit wir hier was sehen. 50%, ja, sieht doch hervorragend aus. Ich schaue mal ein wenig auf meine Notizen daneben, damit ich das Richtige mache. Nummer 1. Wir fügen in unser Hauptgrid, das wir hier am Bildschirm sehen, einen Hub ein. Das geht relativ leicht. Sie sehen, IntelliSense Visual Studio ist hier sehr, sehr brav. Das erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte einen Hub-Header einfügen. Der Hub-Header, das ist dieses große Titelding oben. Und hier fügen wir einfach mal einen Textblock mit Text ist gleich Hive Manager ein. Und dann schauen wir, was wir denn sonst noch so machen können. Sie sehen, das ist gleich richtig angeordnet, entspricht den UI-Guidelines, der richtige Abstand von links, der richtige Abstand von oben. Wir könnten auch einen Back-Button einfügen, wenn wir wollen, über das Grid. Was immer, wir brauchen hier relativ wenig zu tun. Es gibt hier noch ein paar Kleinigkeiten, die ich zeigen möchte, und zwar Style ist gleich Static Resource und diejenigen unter Ihnen, die mehr XAML und WPF und so weiter programmiert haben, wissen das zu schätzen und müssten jetzt eigentlich mit Standing Ovations aufspringen und sagen, wow, IntelliSense für Static Resources. Und es geht noch ein ganzes Stück weiter. Es gibt hier einen Header Textblock Style, dadurch wird es ein wenig kleiner. Aber soll so sein, dieses Header-Text-Block-Style, für die, die noch nie Windows 8 programmiert haben, den möchte ich das kurz zeigen.
Es gibt hier ein Windows 8, das ist das alte Visual Studio 2012. Wenn Sie da eine neue Applikation generiert haben, Sie ein kleines File bekommen. Das ist rein generiert worden in Ihre App und da sieht Standard Styles. Und so hat Standard Styles ausgesehen. We stop for nobody. Ja. Und da hat es dann geheißen, na, die Styles, die Sie brauchen, die kommentieren Sie einfach aus und die verwenden Sie dann. Dieser Code ist reinkopiert worden in Ihre Anwendung. Der wurde nie wieder abgedatet. Ja. Der musste interpretiert werden, den mussten Sie warten, den mussten Sie ausliefern und so weiter. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie dieses File jetzt aussieht. Oh, Moment mal, hier, common, wo ist hier common? Es ist nicht mehr da. Das will ich dazu sagen. Diese ganzen Standard-Styles, die man in Windows 8 noch mühsam reinkopiert hat, die sind jetzt im Framework reingebacken und in diesem Fall dieses Header-Text-Block-Style kommt schon aus dem sogenannten Generic XAML. Die XAML-Experten werden wissen, wovon ich spreche. Das ist im Framework reingebacken und jetzt kommt der Super-Aha-Effekt. Ich hoffe, irgendjemand kann das wertschätzen. Ich weiß nicht, wie viele XAML-Entwickler da sind. F12, go to definition, in XAML, mit static resource, in ein generic XAML, das im Framework reingebacken ist. Ich sehe zumindest ein Thumbs up, also das freut mich. Ja. Dieses go to definition ist wirklich, wirklich super praktisch. Und das funktioniert natürlich auch mit Ihren eigenen Styles und Resources. Okay? Ja, jetzt ist es so, dass ich nicht unbedingt der Fan von diesem Schwarz-Weiß-Schema bin. Ich habe einen Kollegen, der will alles immer im schwarzen Hintergrund, weißer Font und wir können uns vortrefflich und stundenlang drüber streiten. Auch das war früher ein riesengroßes Problem. Beim Anlegen der Applikation musste man entscheiden, schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Jetzt sieht die ganze Sache anders aus. Jetzt kann man hier einfach sagen, requested theme, bang, light. Und schon ist alles umgestellt. Und das funktioniert nicht nur auf oberster Ebene, sondern das funktioniert auch auf einzelner Ebene drunter. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine Hub-Section im Light-Format darstellen und alle anderen im Dark-Format. Auch eine Neuerung von Windows 8.1 macht es jetzt super einfach, so etwas umzustellen. Und das kann ich natürlich auch zur Laufzeit umstellen, wenn ich will. Diese ganzen Static-Resource-Bindings, hier dieses Ding, das stellt sich dann automatisch um. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, wenn ich die Standard-Styles verwende, dann passen sich die auch tatsächlich an dieses Requested-Theme an. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja in Zukunft mal noch mehr Requested-Themes. Schön, damit haben wir unseren Hub-Header. Und als nächstes würde ich gerne die erste Hub-Section einfügen. Und die erste Hub-Section, da möchte ich gleich ein Hero-Image verwenden. Diese Hub-Section, eine Breite, was wäre denn eine passende Breite? Machen wir mal 1000. Und hier drinnen sagen wir Hub-Section.Background. Und genau hier gehört unser Hero-Image hin. Einen Image-Brush, damit können wir ein Image in den Background reinstellen. Und hier gibt es eine Image-Source. Genau, und das ist in meinen Assets hier drinnen und da sollte es, wenn ich keinen Fehler gemacht habe, jawohl, ein hero.jpg geben. hero.jpg und stretch ist gleich uniform to fill, damit die Seitenverhältnisse beibehalten werden und dann, hurra, sehen wir hier ein hero-Image, das ich vor nicht allzu langer Zeit dieses Jahr im Sommer mal geschossen habe. Das sind viele, viele Bienen, die sich hier um ein wenig Honig scharen und hier versuchen, noch was rauszubekommen, bevor ich sie ihnen wegnehme. Nein, ich bin ein ganz braver Imker. Das nennt man ein Hero-Image. Ich kann diese Applikation, by the way, auch mal starten und dann sehen wir, hier ist unser Hero-Image. So sollte das aussehen. Jetzt kann ich noch nicht nach rechts scrollen, denn die nächste Hub-Section fehlt mir. Aber ich glaube, Sie bekommen schon mit, wie das funktioniert. War das kompliziert? Überhaupt nicht. Hätte ich das in der 8er Version von Windows 8 gemacht, also von Windows gemacht, mit Visual Studio 2012, hätte ich deutlich länger gebraucht. Next Step. Jetzt möchte ich gerne eine Liste von Hives darstellen, also von Bienenstöcken. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Hub-Section, die mache ich mal mit 400, ich glaube, das passt ganz gut. Und hier drinnen, diese Hub-Section, ein wichtiger Punkt, ich muss hier ein Data-Template einfügen. Wozu, um Gottes Willen, muss man einer Hub-Section nur ein Data-Template geben anstelle von konkretem Inhalt? Antwort: Lazy Loading. Das sieht man immer mehr, dass diese Hub-Sections im Nachhinein geladen werden. Also nur dann, wenn sie wirklich, wirklich notwendig sind.
Und deshalb geht hier für die XAML-Entwickler, für die XAML-Profis, deshalb geht hier Microsoft den Weg, dass man sagt, okay, man gibt nur ein Data-Template an und das wird erst dann instanziert, wenn Windows wirklich so weit ist, dass man sagt, so, und jetzt möchte ich das Ding auch wirklich darstellen. Und damit können Sie zum Beispiel hier drinnen in dem Data-Template auf ein Loaded-Event reagieren und zum Beispiel auch die Daten aus dem Hintergrund, aus irgendwelchen Web-Services-Datenbanken erst dann holen, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben 50 Hub-Sections und der Benutzer scrollt überhaupt nie nach ganz rechts. Wozu laden? Wozu das XAML laden? Wozu die Web-Service-Requests? Wozu die Datenbank belasten? Wurde ja nie angezeigt. Sie wissen, worauf ich hinaus will? Deshalb hier Data-Template. Macht manche Sachen einfacher und manche Sachen aber auch nicht. Naja, sowas wie x.name, wie wir wissen, funktioniert in Data-Templates mehr als bescheiden. Also in diesem Data-Template kann ich nicht einfach einer Textbox einen Namen geben mit x.name oder name und dann im Code darauf zugreifen. Das klappt leider nicht mit den Nachbarn. Da muss man sich anders helfen über Data-Binding, aber das werden wir ja dann gleich machen. Wir machen jetzt hier eine List-View. By the way, wir könnten hier vielleicht noch einen Header drüber schreiben. Hives. Dann sehen wir schon, ja, lassen Sie mich hier mal das schließen, damit IntelliSense, ja, sehen Sie, jetzt habe ich hier schon eine Überschrift, Hives, und jetzt können wir diese ListView mal ausfüllen. Wir machen hier ein, was habe ich mir denn hier rausgesucht? Selection Mode ist gleich Single, damit man nur einen einzigen auswählen kann. Und ja, das war's dann auch schon. Wir machen eine listview.itemTemplate. An dieser Stelle möchte ich jetzt die einzelnen... wer weiß nicht, was ein itemTemplate ist? Einige wenige. Ganz kurz gesagt, wenn ich hier jetzt gleich Hive-Objekte anzeige, ein Hive-Objekt hat natürlich keine visuelle Repräsentation. Das ist ein ganz normales POCO-Object, plain old CLR-Object. Also wie soll das hinmalen? ToString macht wenig Spaß. Und ein Item-Template in diesem Fall gibt einem Objekt eine visuelle Repräsentation. Wir können sagen, wenn immer du ein Objekt hier findest, dann stell es da durch einen Textblock, durch ein Image, durch eine Kombination aus Image und Textblock, durch was auch immer. Also wir trennen hier ganz schön die visuelle Repräsentation vom Datenobjekt, vom Model, wenn wir in MVVM-Terminologie sprechen, indem wir ein Template verwenden. Und natürlich brauchen wir wieder ein Data-Template. Und dieses Data-Template soll an der Stelle mal einfach einen Textblock darstellen. Und hier schreibe ich mal hin, Text ist gleich Test. Das werden wir jetzt dann gleich befüllen. Na, da ist noch nicht allzu viel da, wie wir sehen, denn ja, wir müssen irgendwo die Daten herbekommen. Und wissen Sie was? Dafür legen wir uns jetzt ein paar Hive-Objekte an und greifen mal auf die Cloud zu. Aber bis hierher sollten Sie mitnehmen, das Erstellen von Hub, von diesem Hub-Navigationskonzept mit Abstand dem beliebtesten Navigationskonzept in Windows 8, das ist mittlerweile Piece of Cake. Und so nebenbei haben Sie kennengelernt IntelliSense für Static Resources. Sie haben kennengelernt das dynamische Umstellen von Dark auf Light Theme mit dem Requested Theme. Und Sie haben kennengelernt, dass viel weniger Code generiert wird und die ganzen Templates jetzt im Framework reingebacken sind. Darum müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Sie haben also ein Tamagotchi weniger, das Sie streicheln müssen und am Leben erhalten und füttern. Und Sie wissen schon, was ich meine. Gut, holen wir uns ein Service aus der Cloud. Mein Lieblingsthema. Und dafür bin ich hier in Windows Azure eingestiegen und wir legen uns mal so ein Mobile Service an. Ich bin ja Gott sei Dank rechtzeitig gekommen, um deinem Vortrag, Manfred, zu lauschen. Und da habe ich gehört, Manfred hat schon erklärt, was ein Mobile Service grundsätzlich ist. Und jetzt legen wir so ein Mobile Service mal an. Create a Mobile Service, das nenne ich Hive Manager Live Service. Das ist super simpel und das wird im Hintergrund von einer bestimmten Datenbank serviciert. Die habe ich im Vorfeld schon angelegt, das waren 5 Klicks und es ist erledigt. Und das Einzige, was er hier noch will von mir, ist ein User. Dem geben wir ihm. Und damit wird unser Service angelegt. Beim Anlegen des Service hier passiert nicht allzu viel. Ja, das ist etwas klein, lassen Sie mich reinzoomen, damit wir das gut sehen. Beim Anlegen des Service passiert nicht viel. Hier wird primär ein Name für mich reserviert, nämlich Hive Manager Live Service. Und unter diesem Namen kann ich dann Tabellen anlegen.
Diese Tabellen sind wirklich Tabellen im SQL-Server-Sinn. Also jede Tabelle, die ich hier anlege, landet am Ende des Tages in einer SQL-Server-Datenbank. Der SQL-Server ist in der Cloud und ist damit ein Drei-Knoten-Cluster mit Backup und so weiter, alles voll von Microsoft gemanagt. Auch Updates und so weiter brauchen Sie sich nicht drüber zu kümmern. So, ready. Wunderbar. Hive Manager Live Services sind wir drinnen. Data. Und an dieser Stelle können wir jetzt, wenn wir wollen, eine Tabelle anlegen. Und das werde ich jetzt mal machen. Und diese Tabelle nennen wir Hives Live. Und hier drinnen kann ich jetzt die Permissions vergeben. Und am Anfang machen wir es ganz super simpel. Und wir geben hier mal einfach an Everyone. Also wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt schnell mitcodieren und meine Datenbank anfüllen. Ja, ich werde es nachher ändern und wieder weglöschen, aber ich mache mal überhaupt keine Security. Security wird in der heutigen Zeit übertrieben. Die NSA hat sicher schon ein Backup von unserer Datenbank irgendwo liegen. Insofern, nein, natürlich nicht. Scherzchen. So, damit haben wir die Tabelle angelegt. Hives Live heißt die. Und ja, gut. Damit wir leichter darauf zugreifen können, werde ich jetzt in meine Applikation an dieser Stelle eine Klasse einfügen. Ach, wissen Sie was? Diese Klasse ist so simpel, die erlaube ich mir aus meiner vorgefertigten Musterlösung zu kopieren. Und Sie sind mir hoffentlich nicht böse, aber die ist wirklich so simpel. Copy. Hier. Geht gar nicht. Muss ich wirklich diese paar Zeilen tippen? Ach, ich glaube nicht. Hier, Hives Live, glaube ich, habe ich sie genannt. Und der will jetzt ein paar Abhängigkeiten. Generell, ich will auf Mobile Services zugreifen. Und heutzutage, wir wissen ja, wenn wir Libraries in Visual Studio brauchen, dann möchte ich nur ein Wort hören und das ist Nougat. Genau, Nougat ist die eierlegende Wollmilchsau und dort gibt es alles. Und naja, ob wir glücklich sind damit, fragt uns niemand, aber es ist so. Azure Mobile Services. Suchen wir einfach mal. Hier haben wir den Mobile Services SDK und da klicken wir mal auf Install. Und der holt sich alle Abhängigkeiten, die er braucht, automatisch. Dann lesen wir natürlich sehr aufmerksam die Licensing Agreements, denn das ist jetzt kein Scherz in diesem Fall. Also ich behaupte von mir, ich habe jedes Licensing-Dokument von jeder Library, die in unserer eigenen Applikation drinnen ist, gelesen. Von vorne bis hinten. Und wir haben teilweise Komponenten deshalb ausgeschieden. In einer Welt, wo Softwareentwicklung primär wie Duplo oder Lego spielen ist, also man nimmt sich Komponenten, setzt sie zusammen, sollten Sie Projektleiter sein oder verantwortlich für Software, ist es Ihre Aufgabe, hier Supply Chain Management zu betreiben und zu wissen, welche Libraries drinnen sind, kann ich sie verwenden, welche Lizenz ist da, habe ich die notwendigen Lizenzen, darf ich sie weitergeben, muss ich was in meine Hilfe reinschreiben, dass sie das und das verwenden. Es ist kein Scherz gewesen, das gehört gelesen, das ist wirklich wichtig. Ich habe die gelesen, ich kenne sie, deshalb kann ich hier drauf drücken. Und damit haben wir das. Aber so einfach kommen Sie mir nicht davon. Jetzt schauen wir nämlich ein klein wenig hinter die Kulissen. Und zwar, falls Sie das noch nicht kennen, Nougat Package Explorer. Würde ich mir notieren, steht nicht in meinen Slide-Decks drinnen. Falls Sie ihn schon kennen, wunderbar. Mit dem Nougat Package Explorer kann ich mir Windows Azure Storage das gleiche Nougat Package, aber dieses Mal interaktiv öffnen. Und was ich Ihnen hier zeigen möchte, das ist genau der falsche. Nicht in Azure Storage, ich habe gesprochen und getippt gleichzeitig, Azure Mobile Services, wo habe ich sie denn? Azure Mobile Services, ja, nächste Seite, vielleicht haben wir es hier irgendwo, ich sehe sie nicht. Geben wir mal das, machen wir es mal so, Azure Storage, bin ich blind? Das kann doch nicht sein. Microsoft. Ja, schön wär's. Moment. Windows Azure.mobile Services.
Es wäre doch gelacht, wenn wir die nicht finden. Hier sind sie! Hurra! Und dann machen wir mal ein Open. Genau. Da wollte ich hin. Achten Sie darauf, an dieser Stelle, diese Library, dieses NuGet-Package enthält nicht nur eine Library für .NET, für Firm, für Windows Phone, für Silverlight, sondern es enthält das, was der Manfred schon dankenswerterweise kurz erwähnt hat, nämlich eine Portable Class Library. Und die hier ist wichtig. Diese Portable Class Library sind binär kompatibel auf allen möglichen Plattformen, unter anderem auch Windows 8.1 Store Apps. Aber nicht nur das, sondern die gleiche Library, Windows Azure Mobile Services, könnten Sie zum Beispiel mit Hilfe der Xamarin Tools, also Mono, für die Entwicklung von iOS oder Android-Applikationen mit C-Sharp verwenden. Genau der gleiche Code, derselbe Source Code, läuft also vom Windows Phone über das Android Phone, über iOS, über Windows 8.1 bis zu Ihrer Desktop-App und vielleicht auch anderen Plattformen, die noch folgen mögen. Also das ist mir sehr wichtig, hier zu zeigen, eine praktische Anwendung in Windows 8.1 mit Mobile Services von Portable Class Libraries in NuGet. Okay? Hier sieht man erstmals, wo man hin will. Microsoft ist faul. Und das ist gut so in diesem Fall. Die wollen nicht so viel Code schreiben und nicht so viel veröffentlichen. Die veröffentlichen Portable Class Libraries und die funktionieren über alle Plattformen. Das wollte ich nur mal gezeigt haben. In unserem Fall können wir es auch einfach akzeptieren, dass es da ist. Jetzt habe ich auch mein Newtonsoft JSON. Sie sehen, hier gibt es einen Namen, eine Image URI, Latitude, Longitude. Mal sehen, ob wir noch zu Maps kommen. Construction Date, hier gibt es eine Enum, High Forms. Und hier unten, ja, soll so sein, das ist der konkrete, das Format. Also nur zur Erklärung, Binnenkiste ist sowas Langes, aber nicht Hohes. Und Dadan ist so eine quasi würfelförmige Kiste. Also da gibt es Philosophien darüber, was die richtige Beute, die richtige Bienenstockform ist, aber da lasse ich sie jetzt. Wer dieses Thema vertiefen will, by the way, würde mich sehr interessieren in der Pause. Ah, Scherz. So, damit haben wir unsere Hives. Ich nenne das auch um und nenne das hier Hive Manager Live und auch das File benennen wir um Hives Live. Sieht gut aus. Und jetzt möchte ich gerne beim Laden der Anwendung mehr oder weniger automatisch auf dieses Service zugreifen und mir Hives aus der Datenbank holen und vielleicht auch noch ein wenig Demo-Daten generieren. Das ist das, was wir als nächstes machen werden. Und natürlich werden wir das nicht einfach in das View-File reinschreiben, sondern wir möchten natürlich die View und die Logik schön voneinander trennen. Und dafür gibt es etwas, was sich wie nennt? MVVM oder MVC oder MVP. MV-Anything. Ja? Model View, in diesem Fall View Model, und deshalb nenne ich es Main Page View Model. Wer kennt MVVM überhaupt nicht? Noch nie gehört. Na, hervorragend. Public Class Main Page View Model. Und hier drinnen möchte ich als erstes mal eine Liste anbieten, an die sich das UI binden kann. Das heißt, kennen Sie zufällig iNotify Property Changed? Kennen Sie das? Wer kennt iNotify Property Change nicht? Okay, iNotify Property nicht. Wer kennt es nicht? Okay, iNotify Property Change ist nichts, was gekommen ist mit Windows 8, sondern das gibt es schon seit, ich keine Ahnung wie lang, gibt es mit BF, Silverlight, WinForms, ist alles dasselbe. Und das enthält nichts anderes als ein Event, mit dem eine Klasse aufzeigen kann und sagen, by the way, irgendein Property von mir hat sich geändert. Ja, das ist es und das müssen wir natürlich hier implementieren, nichts leichter als das. Wir machen ein Using, wir lassen das Ganze implementieren und machen jetzt noch eine kleine Hilfsfunktion. Public Void Raise Property Change. In der Praxis rate ich Ihnen dazu, dass Sie sich dafür irgendeine Library nehmen. Sowas wie Prism, MVVM Lite, Caliburn Micro, was auch immer, da gibt es fertige dafür. Property String, Property Name. Das Caller Member Name ist seit 4.5 neu, damit kann man automatisch vom Aufrufer den Namen injizieren. If this.property changed nicht gleich null, also wenn hier jemand daran interessiert ist, dann ruft man das hier auf. This new property changed event args und der will hier den Namen, na, den geben wir ihm hier. Das war auch schon meine Hilfsfunktion und jetzt kann ich mir ein Property bauen,
das bei jedem Setter aufzeigt und sagt, Race Property Changed, an mir hat sich was geändert. Nachvollziehbar? Jetzt ist das Schreiben dieser Properties urlangweilig, freut mich nicht, deshalb habe ich mir ein Snippet gebaut. Nprop heißt das und Sie sehen es hier am Bildschirm, es ist nicht wahnsinnig kompliziert. In diesem Fall IEnumerable of Hives Life, das ist mein Objekt und das nenne ich hier Hives. Und achten Sie drauf, bei jedem Setter, sehen Sie das, wird Race Property Changed aufgerufen. Und für die, die es nicht kennen, hier sehen Sie keine Parameter, weil hier unten steht Caller Member Name. Das heißt, der Name des Properties wird automatisch in diesen Parameter eingefügt, ohne dass ich es übergeben muss. Ich kann also dieses Property umbenennen und alles ist noch gut. Ja? Nichts Spezielles für Windows 8.1, aber ich sagte ja, ich möchte für alle da oder dort was Neues dabei haben. Vielleicht kennst du der eine oder andere nicht. Jetzt brauchen wir irgendwie einen Zugriff auf unser Mobile Service. Dafür sind zwei Schritte notwendig. Üblicherweise macht man es so, dass man so die globale Verbindung ins App, in die App-Klasse reingibt. Als Public Static Mobile Services Client. Mobile Service Client, genau. Das nenne ich mal Mobile Service, groß geschrieben. Ist gleich New Mobile Service Client und der will jetzt von mir zwei Sachen. Der will einerseits, ich zoome mal rein, die Application URL und den Application Key. Nun gut, nichts leichter als das. Das können wir uns einfach aus unserem Azure Portal abschreiben. Die Application URL sehen wir hier. Link kopieren. Und den Key. Ich hoffe, Sie können nicht sehr schnell auswendig lernen. Ich werde ihn auch nachher wieder löschen. Aber das ist der Key. Damit haben wir mal grundsätzlich uns authentifiziert und wir können auf die Datenbank zugreifen. Für die, die noch nie Mobile Services programmiert haben oder ähnliches, das ist wie Datenbank-User-Passwort. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja? Wir authentifizieren uns mal grundsätzlich. Wir dürfen auf dieses Service zugreifen. Schön. Und damit gehen wir wieder in unser View-Model und bauen uns eine kleine Hilfsfunktion. Public Void Refresh Hive List beispielsweise. Und dieses Refresh Hive List muss jetzt irgendwie auf die Table zugreifen und Sie werden sehen, das ist super einfach. App.mobileservice.getTable of Hives Life. Damit weiß er schon, was das Ergebnis sein wird und er weiß auch, wie die Table heißt. Und to collection. Gib mir das ab. Okay. Und wer kennt das? Await. Async Await. Wer kennt Async Await noch nicht? Jemand traut sich so halb aufzuzeigen. Es ist die Harry Potter Programmierversion für asynchrones Programmieren. Also wann immer man irgendeinen asynchronen Call macht, dann spricht man den Zauberspruch, der heißt Async Await und alles funktioniert. Na, ganz so einfach ist es nicht, aber es geht um asynchrones Programmieren. Der Hintergrund ist, ich kann damit sagen, weißt du was, mach das im Hintergrund und wenn du fertig bist, dann machst du einfach weiter. Und ich kümmere mich nicht um die ganzen Details. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich das genauer erkläre. Nehmen wir mal in Kauf, dass das so eine Art Feenstaub ist, die wir da drüber werfen und dann funktioniert es. This.hives equals to await to enumerable async. Na und dann lassen Sie uns auch noch ein wenig Demo-Daten generieren. Public async void generate demo data. Vergessen Sie nicht, wir sind hier in Windows 8.1. Wir programmieren mit REST-Services. So wie wenn nichts wäre, wie unter WPF und durch die Portable Class Library funktioniert genau der gleiche Code in WinForms, in WPF und jeder anderen Plattform, eben Windows 8, Windows 8.1. Das dürfen Sie nicht aus dem Hinterkopf verlieren, deshalb zeige ich Ihnen das. Shared Code für solche Logik, View Model, ist überhaupt kein Problem, kann man ohne weiteres machen. An der Stelle generieren wir ein wenig Code, var table equals to app.mobileservice.getTable-life, das kennen wir schon. Und hier möchte ich mir ebenfalls wieder ersparen, dass Sie mir beim Tippen zusehen müssen. Ich habe nämlich hier ein paar Demo-Daten erzeugt. Ja, da gibt es, oh, das benennen wir um, Hives Life.
Das habe ich vorbereitet. Genau. Hier, hier, hier. Wir sehen also, hier werden drei Bienenstöcke eingetragen und Sie sehen, das Einfügen in diese Tabelle über Mobile Service ist Peanuts. Ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert einfach so über Insert Async und alles ist gut. Das läuft asynchron, fast and fluid, blockiert nicht den UI-Thread und mit Await ist sichergestellt, dass er erst den ersten einfügt, dann den zweiten einfügt, dann den dritten einfügt und so weiter. Nachvollziehbar? Fragen dazu? Hervorragend. Bilden wir das Ganze mal. Es ist immer noch ziemlich langweilig, denn wir müssen jetzt irgendwie dieses Generate Demo Data aufrufen. Jetzt brauchen wir vielleicht einen Menüpunkt in unserer Applikation. So, lieber Benutzer, du möchtest Demo abgeladen, drücke drauf und wir machen das für dich. Wo ist denn der richtige Platz, um in Windows 8 Store Apps so ein Menü einzufügen? Und jetzt sagen Sie bitte nicht Ribbon. Weiß es zufällig jemand? Rechts, nein, das ist nicht ganz das Rechts, sondern das, ich sehe es von oben so gezeigt, genau, die App-Bar. Die App-Bar müssen wir einbauen. Und hier wiederum eine Neuigkeit in Windows 8.1. App-Bar-Entwicklung ist super einfach geworden. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Wir gehen dazu in unsere Main-Page und hier ganz oben setzen wir jetzt unsere App-Bar dazu. Page. Und hier kann man jetzt wählen, ob man eine Bottom App Bar oder eben eine oben haben will. In unserem Fall ist es die Bottom App Bar. Und jetzt gibt es was Neues, die Command Bar. Die Command Bar, damit sagen wir schon alles, was notwendig ist. Wir sagen Windows 8.1, hey, an dieser Stelle bitte eine App Bar mit Commands anzeigen. Und jetzt fügen wir mal in diese Command Bar etwas ein. Da gibt es einen App-Bar-Button. Sehen Sie das? Nichts mehr herumstylen, nichts mehr reinkopieren, nichts mehr XAML, nicht mehr Grid, nicht mehr Abstände. Einfach nur sagen App-Bar-Button und das war's. Label, Generate Demo Data. Dann haben wir noch dazu nicht nur das Label, sondern auch das Icon. Und jetzt achten Sie mal drauf, ich suche hier nicht irgendwelche Icons, sondern das ganze Segway UI Symbol Font Ding, wo die ganzen Save, Open, Search und so weiter drinnen sind, die gibt es hier einfach inklusive IntelliSense in Visual Studio. Das macht es uns so viel leichter, solche Applikationen zu bauen. Die das in Windows 8 gemacht haben, die wissen, wovon ich spreche. Natürlich können Sie weiterhin eigene Fonts für solche Symbole verwenden. Sie können eigene Images, also Bitmap-Images hinterlegen. Sie können eigene Paths hinterlegen, um irgendwelche Vektorgrafiken zu hinterlegen. Aber in 80% der Fälle wollen wir doch einfach nur ein Standard-Icon. Save, Open, Copy, Search, Check, keine Ahnung was. Und das ist hier super einfach geworden. Und hier, das habe ich mir rausgesucht, welches Icon ich hier haben will, nämlich das Bullets. So. Mehr brauche ich nicht zu tun. Ich starte die Anwendung, klicke mit der rechten Maustaste und Sie sehen an dieser Stelle Generate Demo Data. Aha, das können nicht alle sehen, offenbar habe ich hier unten bereits die richtige Bar, die würde raufkommen, wenn wir raufswipen. In diesem Fall habe ich rechte Mausklick gemacht, denn mein Rechner hat zwar viel Power, aber keinen Touch-Bildschirm, deshalb mache ich das mit der Maus. Aber Sie sehen, das war wirklich, wirklich einfach. Wir könnten diesen Button natürlich auch nach links geben. Das sieht dann so aus. Wo geben wir die hin? Die Secondary Commands. Und da geben wir einfach, was könnte denn noch Sinn machen? Ein Add-Button. Ja, sowas. Starten wir. Und jetzt haben wir, wie Sie sehen, unsere Primary Commands die Secondary Commands auf der linken Seite und die Primary Commands auf der rechten Seite. Und es ist sichergestellt, dass die allen Designkriterien entsprechen, sodass diese Applikation problemlos durch den Windows 8 Store App Test durchgeht, zertifiziert wird und dadurch in den App Store kommt. Super einfach zu programmieren, ganz einfach zu hinterlegen, viel weniger Arbeit als früher. Großer Fortschritt im Vergleich zu Windows 8 an dieser Stelle. Jetzt könnten wir diese Generate Demo Data schon implementieren, aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Moment mal, diese Generate Demo Data, da könnten wir es doch so implementieren, dass die erst die ganzen vorhandenen Daten löschen und dann einfügen. Das ist eine wichtige Operation, da müssen wir den Anwender vorher fragen. Bist du sicher, dass du an dieser Stelle ein Update haben willst? Also können wir hier
Und das ist wiederum neu unter Windows 8.1. Es ist ein Feuerwerk an Neuigkeiten. AppBarButton.flyout nennt sich das. Hier fügt man jetzt ein Flyout ein. Dieses Flyout ist ganz normaler XAML-Code. Ich mache hier mal ein Stack-Panel und hier drinnen machen wir einen Textblock. Mit Text ist gleich Are you sure? In der Praxis würde ich mir etwas bessere Dinge einfallen lassen. Mit einem Button mit Content ist gleich Yes. Wir geben keinen No-Button dazu, denn er macht nichts, wenn ich irgendwo anders hinklicke. Das ist so die übliche Vorgehensweise. Sind Sie sicher? Yes, proceed, könnten wir dazu. Und was jetzt passiert, zeige ich es Ihnen mal. Ich zoome hier rein, scrolle nach unten, rechte Maustaste, Generate Demo Data, huhu! Und dann haben wir hier ein Flyout und hier können Sie beliebig viele Dinge zusammenbauen. Da können Sie Checkboxen reingeben, da können Sie eine kleine Eingabemaske reingeben, mehrere Buttons, was immer Sie im XAML auch machen wollen. Und Windows 8.1, also Windows, das Betriebssystem wird sich darum kümmern, dass es an der richtigen Stelle im Verhältnis zum Button ist. Wenn er zu wenig Platz hat, verschiebt das nach links. Sie können sich wünschen, ob es oben, unten und sonst wo ist. Wenn es möglich ist, stellen das da und. Lesen Sie in der MSDN die Details zu Flyouts. Flyouts sind wirklich praktisch, weil es so einfach ist. Denken Sie an Touch, dass der Anwender jetzt sagt, yes, proceed. Oder wenn er sagt, nein, zurück, klickt er irgendwo hin, das Ding verschwindet und nichts passiert. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Cancel-Button einfügen, wenn Sie es explizit machen wollen. Kein Problem, das Flyout hat eine Methode, die heißt Hide und damit können Sie auf programmgesteuert dieses Flyout wieder entfernen. Das Flyout können Sie nicht nur an Buttons heften, sondern das können Sie an jedes Framework-Element heften. Also auch ein Textblock oder ähnliches kann ein solches Flyout attached haben. Kein Problem, je nachdem, wo Sie es eben von Ihrem Programmfluss aus brauchen. Wieder eine Neuerung von Windows 8.1. In unserem Fall möchten wir jetzt tatsächlich mal Demo-Daten erzeugen. Na gut, erzeugen wir Demo-Daten. Zu diesem Zweck gehen wir in unser View-Model und hier drinnen in unserem View-Model Frage an die XAML-Experten, welches Interface muss ich implementieren, damit ich einen Button schön binden kann über Data Binding? Keine Antwort. iCommand. Wer hat iCommand noch nie gehört? Okay, ein paar. iCommand beinhaltet genau zwei Member, drei um genau zu sein, zwei sind relevant. Can execute und execute. Execute wird vom Button automatisch aufgerufen, wenn der Benutzer draufklickt. Aber das Coole an dem Ding ist Can execute. Can execute, da können Sie nämlich einen Boolean-Wert zurückgeben, true oder false, und der Button wird automatisch abgedatet, der ist dann disabled, wenn Can execute false zurückliefert, und enabled, wenn Can execute true zurückliefert. Also can execute, ein Command, ist die Kombination aus der Aktion, die durchzuführen ist, und einer Information für WebMDF, Silverlight, übrigens auch WinForms, ob dieser Button hier live bedient sein soll oder eben auch nicht. Jetzt ist es dummerweise so, dass iCommand ja immer wieder implementiert werden muss. In der Regel nimmt man sich ein MVVM-Framework, oder man schreibt sich ein sogenanntes Delegate-Command selbst. Ich habe das mal in Vorbereitung hier gemacht. Sie sehen, dieses Ding implementiert iCommand. Und hier gibt es unser CanExecute und Execute. Ich werde den Source-Code veröffentlichen. Sie können sich das gern von mir kopieren. Aber das sind lächerliche 40 Zeilen Code. Also das ist gar nichts. Dieses Delegate-Command hier. Und das verwendet man dann wie folgt. Wir machen uns hier ein public iCommand. Generate demo data command get private private set. Einen Konstruktor brauchen wir, ctor. This.generate demo data command ist gleich new delegate command. Delegate command. Übrigens, was ich hier immer verwende, Steuerung Punkt generiert mir automatisch die Usings, falls Sie es noch nicht kennen. Und der will hier die Action, die auszuführen ist, this.generateDemoData und in diesem Fall, der Button darf immer angeklickt werden, deshalb gibt mein CanExecute an dieser Stelle immer true zurück. Das ist eine Number-Expression, die keine Parameter erhält und immer true zurückgibt. Und hier können Sie Business-Logik einbauen. In welcher Situation kann der Benutzer Demo-Daten generieren? Rechteprüfungen, was auch immer. Wiederum, ich wiederhole mich, aber es ist mir bewusst, dass ich mich wiederhole.
Dieser Code funktioniert genauso in WinForms, genauso in WPF, genauso in Silverlight und ganz genauso auch auf Mono, auf Android, auf iOS, wo auch immer. Wir trennen hier schön Logik und UI und können damit Code wiederverwenden. Also selbst wenn Sie nicht sagen, Windows 8.1, zu wenig Kunden haben das, na, Android, iOS, WPF, da werden schon ein paar Kunden dabei sein, die sowas in die Richtung haben. Und jetzt können wir binden. Generate Demo Data Command, Main Page, hier ist unser Button, Command equals to Binding, Path ist gleich, kein IntelliSense, blöd. Dem können wir abhelfen. Nummer 1, wir gehen mal in unsere Main Page und setzen hier den Data Context, danke, ich habe es gehört. New Main Page View Model. Soll so sein. Das heißt, wir sagen dem Ding, deine Datenquelle für Data Bindings ist das View Model. Soll so sein. Schauen wir, ob es jetzt vielleicht klappt. Command ist gleich, Binding, Path ist gleich. Ha, immer noch nicht. Können wir immer noch aufheben. Geben wir immer noch nicht auf. Und zwar gibt es hier oben diesen kleinen unscheinbaren Namespace. Der heißt D. Sehen Sie das? Und der steckt hinter Blend, D für Design. Und was Sie hier machen können, ist, Sie können sagen, d.dataContext, d:Doppelpunkt, Design Instance of Type Local Doppelpunkt Main Page View Model is Design Time Creatable True. So, was bedeutet das? Vollkommen klar, oder? Das bedeutet, lieber WPF-Designer oder Windows 8.1-Designer oder Silverlight-Designer, du darfst dir zur Designzeit eine Instanz des View-Modes anlegen und zur Designzeit, während ich tippe, nachsehen, welche Properties dieses View-Modes anbietet. Dieses D-Doppelpunkt hat keine Auswirkung zur Laufzeit, es ist nur zur Designzeit und macht es mir eine Spur leichter zu tippen. Denn jetzt, hoffentlich klappt's, Command ist gleich Binding, Path ist gleich Huhu, Hives. Naja, so ganz glücklich bin ich noch nicht, denn eigentlich sollte hier das Command stehen. Einmal kompilieren, genau. Binding, Path ist gleich. Es ist nicht besser geworden. Ah, er war nur beschäftigt. Sehen Sie? Generate Demo Data Command. Ich brauche nur mehr drauf zu drücken. Auch eine Neuerung von Visual Studio 2013. Hier in Verbindung mit Windows 8.1 klappt aber in WPF ganz, ganz ähnlich. Also macht das Leben gewaltig viel leichter. Super schön. Jetzt haben wir hier das Command angebunden. Jetzt brauchen wir nur nach unten unsere Liste, die List View ebenfalls anbieten. Items Source ist gleich Binding, Path ist gleich und Sie sehen, IntelliSense, Hives, good is es. Und jetzt debuggen wir da mal durch. By the way, hier kann ich gleich hinschreiben, Binding, Path ist gleich. Hier bekomme ich jetzt falsches IntelliSense, denn was er hier nicht checkt, ist, dass dieses Data Template zu einer anderen Klasse gehört. Hier bekommen wir ja die Hives, also ist das hier ein Data Template für einen anderen Typen, nämlich für den Typ Hive, also in meinem Fall Hives Life, wo der Name drinnen steckt. Also hier möchte ich mal den Namen anzeigen. Nun, jetzt debuggen wir das, wie gesagt, durch. Generate Demo Data, Breakpoint, mal sehen, was ich hier alles falsch gemacht habe, da habe ich sicher irgendwo einen Fehler. Hier Breakpoint und im Hintergrund starten wir unseren Fiddler. Wer kennt Fiddler nicht? Unbedingt notieren. Fiddler ist ein Webdebugger. Fiddler zeigt Ihnen, was im Hintergrund auf Ihrem Netzwerkstack los ist, welche HTTP-Requests raus und reingehen. Erstens ist es sehr beliebt, um... naja, kostenfrei in Webshops einkaufen zu gehen, die schlecht programmiert sind, das habe ich jetzt nicht gesagt. Für Entwickler ist es wichtig, denn ich kann hier nachsehen, welche Requests gehen raus und rein. Und speziell, wenn ich serviceorientiert programmiere und irgendwelche Services im lokalen Netz oder in der Cloud habe, wie hier mit Windows 8.1, ist Fiddler ein unverzichtbares Werkzeug. Und damit kann ich mir nämlich ansehen, was meine Applikation macht. F5,
Und alles, was ich jetzt gemacht habe über Live-Coding, also Sie verzeihen mir, wenn jetzt irgendwo ein Fehler auftritt. Generate Demo Data. Are you sure? Yes, proceed. Bang. Sind wir hier in unserem Generate Demo Data drinnen und da debuggen wir uns mal durch. Wir holen uns einen Hinweis und machen jetzt F10 und jetzt? Und jetzt? Gut. Ist durchgelaufen, hat nur einen kurzen Moment gedauert und was Sie hier hoffentlich jetzt gleich sehen, wenn ich es finde, hier, Hives Live, genau. So, was Sie hier sehen in Fiddler ist jetzt genau unser Request. Sehen Sie, Post, Post bedeutet, wir fügen etwas ein in die Tabelle. Wir können uns jetzt den JSON-String ansehen, sehen Sie, das sind genau die Demo-Daten, die über die Leitung gegangen sind. Wir können uns, by the way, auch wirklich den rohen HTTP-Traffic hier ansehen. Und des Weiteren sehen wir hier, an dieser Stelle, dass 201 zurückgekommen ist. Wo sind die HTTP-Experten? HTTP-Status-Code 201 bedeutet? Created. Jawohl, der Datensatz wurde angelegt. F10 und damit kann ich hier in meine UI rübergehen, Data, Hives Live und hier sehen Sie die drei Datensätze und wer mir es immer noch nicht glaubt, SQL Server Management Studio, das kennt hoffentlich jeder. Jetzt greifen wir tatsächlich auf eine Datenbank in der Cloud zu, Hive Manager DB, hier Tables, hier Hive Manager Live Service, sehen Sie das? Rechte Maustaste, Script Table as Select to New Query Window und so als würde der Datenbankserver neben mir stehen, drücke ich jetzt einfach auf F5 und hier sind meine Daten, genau die drei, die ich gerade eingefügt habe. Also das ist echt, da war nichts vorbereitet, das geht durch ein OData Service hinweg über HTTP von meiner Windows 8.1 Applikation raus in die Cloud. Okay? F5? Naja. Unsere Hive-Liste haben wir hier noch nicht. Was ich nämlich vergessen habe, am Ende des Einfügeprozesses hätte ich das Refresh aufrufen sollen. Das habe ich vergessen. Das bauen wir jetzt im Nachhinein ein. Das kann ich sogar so machen, dass vielleicht hier direkt im Konstruktor am Ende gesagt wird, lassen Sie mich das kurz abbrechen, this.refresh-Hive-List, oder? Und dann starten wir das Ganze nochmal, warten einen kurzen Moment, ach so, ja, genau, F5, und sehen Sie, hurra, sonderlich schön ist es noch nicht, aber er geht schon über das Service und ich kann Ihnen das auch hier im, jetzt müssten wir einen HTTP-GET-Request sehen, wo haben wir ihn? Genau, sehen Sie, hier, HTTP-GET diesmal mit bla 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 bla, Hives Live. Und da bekommen wir unten jetzt alle Datensätze im JSON-Format wieder zurück. Also wir kommunizieren aus unserer Windows 8.1 Applikation über eine Portable Class Library, über ein View Model, das sich nahtlos auf jeder anderen Plattform auch einsetzen lassen würde, mit einer Hub Application im Hintergrund in der Cloud. Nein. Geht noch mehr. Ich sehe noch keine Beifallsstürme. Ja, es ist Windows 8. So, Refresh Hive List. Dann lassen Sie uns mal das XAML noch ein wenig verbessern. Und zwar dieser Textblock alleine. Sehen Sie, was hier passiert? Ja, das müssen wir vielleicht noch herausstreichen. Kann man das von hinten auch noch erkennen? Im Designer an dieser Stelle wird mir das Ergebnis unserer Queries angezeigt. Warum? Denn der Designer verwendet das echte View-Model, das wir angelegt haben, zur Designzeit und zeigt uns hier Daten. Das ist natürlich auch eine gewaltige Hilfe für das Erstellen des XAMLs. Nachvollziehbar, was ich meine? Durch das Aufrufen im Konstruktor ruft wirklich Visual Studio das Webservice auf und wir können hier arbeiten. So, dann machen wir uns jetzt ein Stack-Panel rundherum. Und zwar möchte ich nicht nur den Textblock, ach, machen wir ein Grid, ja? Machen wir ein, ach, das sollte ich vielleicht mal zeigen, achten Sie drauf. Achten Sie drauf, was hier unten passiert, beim Closing, Stack Panel.
Panel. Ich muss nicht jedes Mal alles unten anpassen, das macht er automatisch. Wenn ich den öffnenden Tag editiere, editiere ich automatisch den Closing Tag gleich mit. Vielleicht eine Kleinigkeit. Hier geben wir wieder eine Image dazu, denn ich möchte an dieser Stelle auch ein Bild von meinem Bienenstock anzeigen. Binding, Path ist gleich Image URI. Und da machen wir eine Breite, das habe ich mir rausgesucht, lassen Sie mich das kurz abschreiben, 350 und Höhe machen wir 150 und Stretch machen wir wieder Uniform to Fill, damit das Seitenverhältnis gewahrt wird. Auch hier 400, ja, und Sie sehen schon, was im Endeffekt dabei rauskommt. Den Textblock machen wir vielleicht mit Foreground White, nicht Wheat, sondern White. White etwas heller und ich verzichte jetzt mal auf irgendwelche Styles. Ich bin sicher, das können Sie sich selbst vorstellen. Machen wir jetzt etwas größer, genau. Und wenn ich das Ganze jetzt starte, dann macht er im Hintergrund einen HTTP-Request. Sie sehen, ich kann jetzt nach rechts scrollen. Ich habe hier meine drei Elemente. Ich kann draufdrücken und wir werden jetzt gleich die Details bei Klick anzeigen. Aber Sie sehen jetzt den Hub in echter Aktion. Wir haben an dieser Stelle den HTTP-Request. Wir holen uns die Bilder aus dem Internet, stellen die Daten. Alles ist ein Lazy Loading und fast ein Fluid, so wie wir uns das Ganze vorstellen. Okay? Next one. Und damit brechen schon die letzten 5 Minuten an. Und da möchte ich Ihnen noch ein paar Neuerungen, nämlich Controls, zeigen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ich werde hier eine weitere Hub-Section einfügen. Hub-Section. Genau. Mit Header ist gleich Hive-Details. Und hier drinnen erstellen wir ein Stack-Panel. Oh, sorry, Data Template. Stack Panel. Und jetzt möchte ich an der Stelle, machen wir auch wieder eine Breite, Width 400 wäre doch ganz passend. Und jetzt möchte ich hier so eine Art Eingabeformular für den aktuell ausgewählten Hive verwenden. Kein Problem. Das erste, was wir machen müssen, ist, ich muss natürlich den Namen eingeben lassen. Das heißt, wir machen eine Textbox mit Text ist gleich Binding Path ist gleich Name. So, damit habe ich mal eine Textbox da stehen. Dieses Stack-Panel machen wir es vielleicht gleich so, dann macht das, glaube ich, automatisch. Genau. Ja, besser. Scrollen wir noch etwas nach rechts. Ich denke, Sie sehen das schon. Und jetzt kommen ein paar Neuerungen. Damit der Benutzer weiß, was er denn hier gerade editiert, müssten wir jetzt oben drüber einen Label setzen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Neu in Windows 8.1 ist das Header Property, Hive Name Doppelpunkt, und der setzt automatisch den Text oben drüber. Ich zoome hier mal ein wenig rein, damit Sie das besser sehen. Super praktisch, oder? Also ich bin ein großer Fan von diesem Ding. Und was er noch kann, ist ein Placeholder Text. Please enter Hive Name here. Und was das bedeutet, sehen Sie genau jetzt. Das ist ein sogenannter Watermark. Der wird gleich eingetragen in dieses entsprechende Feld. Und das funktioniert bei Textboxen, das funktioniert bei Comboboxen und. Das Header-Property ist bei all denen da. Okay, manche nicken, aber noch keine große Begeisterung. Jetzt kommt die Begeisterung, ich bin sicher. Achtung! Wuhu! Es hat bis zur Version 8.1 gedauert, um einen Date-Picker von Microsoft zu bekommen. Es gibt einen Vortrag von Tim Heuer, den Sie vielleicht kennen, der ist bei Microsoft Product Manager für Windows 8. Und der hat etwas gesagt auf der letzten Bild, das hat mir ehrlich gesagt die Schuhe ausgezogen. Er wollte klarlegen, wie komplex ein Date-Picker ist, wenn man ihn global denkt. Wissen Sie, wie lange die Unit-Tests laufen? Nur für den Date-and-Time-Picker. 36 Stunden. Also, die haben von gregorianischem Kalender über thailändischen Kalender über ich weiß nicht was mit 24 Stunden, 12 Stunden, alle möglichen Formatoptionen, ich habe keine Ahnung was alles, Simplified Chinese, Wochentage mit Abkürzungen, ich habe keine Ahnung, was das Ding alles kann. Also, es ist unglaublich viel Arbeit. 36 Stunden Unit-Tests für 3 Combo-Boxen. Das sind wahrscheinlich die teuersten 3 Combo-Boxen überhaupt.
Natürlich gibt es auch hier ein Header-Property und natürlich können wir hier, wenn wir wollen, einen Margin setzen, damit das Ganze nicht so beisammen klebt. Und natürlich können wir mit dem Date-Property an dieser Stelle mit Binding etwas binden. Aber ich glaube, das können Sie sich selbst ebenfalls vorstellen. Das brauche ich hier nicht noch weiter ausführen. Was des Weiteren funktioniert, und da zeige ich Ihnen jetzt die fertige Lösung, denn sonst kommen wir nicht mehr ganz durch, die hier. Ich starte den ganzen Spaß, den werde ich auf meinem Blog veröffentlichen. Natürlich Authentifizierung über Live-ID, die habe ich hier eingeschalten, die werde ich heute nicht demonstrieren, denn wir haben hier heute keine... Aha. Das tritt normalerweise nur auf, wenn er kein Internet hat. Hopp. Aha. Letzter Versuch. Wo ist er? Will nicht. Gut, dann will er eben nicht. Auch recht. Zeige ich es Ihnen anders, und zwar, das kann ich Ihnen wieder in unserer Applikation zeigen an dieser Stelle, Bing Maps gibt es neu für Windows 8.1, machen Sie folgendermaßen, Sie sagen hier Add Reference Extensions und dann finden Sie hier die Bing Maps for C#, C++ oder Visual Basic. Und das sind jetzt die vorherigen Landkarten, also dieses Control, das heißt einfach Map, wo Sie verschiedene Dinge darstellen können, Pushpins hinzufügen, super einfach zu programmieren, ein Häkchen genügt. Das ist neu gekommen, die Version 1.3.1 in Verbindung mit Windows 8.1, also ebenfalls eine Neuerung, und da gibt es noch viele, viele weitere Dinge bei diesen Bing-Services, wie zum Beispiel Schrifterkennung. Sie können mit Ihrer Kamera ein Foto machen und über einen Bing-Service den entsprechenden Text, der darauf vielleicht zu lesen ist, erkennen. Sie können... Ein Übersetzer ist drin, ein Translator, der in der Lage ist, Text, den Sie irgendwo eingegeben haben, auf einer anderen Stelle eben wieder auszugeben. Den können Sie auch programmatisch abfragen. Und unter Windows 8.1 ist auch neu dazugekommen, Speech Synthesis, heißt das Ganze, ich kann es nicht richtig aussprechen. Damit können Sie Text-to-Speech direkt in Ihrer Applikation mit 2-3 Zeilen Code machen. Also so Szenarien, wo Sie sagen, ich habe hier Text, der ist irgendwo drauf, den möchte ich gerne einscannen, Klartext erkennen, in eine andere Sprache übersetzen und dann noch ein Audio-Ausgang als Audiodatei ausgeben, das sind 10, 15 Zeilen Code. Und das sind schon faszinierende Dinge, wo man früher sehr lange auf der Suche war, die richtigen Komponenten zu verwenden. Und in Bing Maps an dieser Stelle ebenfalls verwendbar. Warum er jetzt gerade sich so Live-ID nicht hinverbinden kann, weiß ich nicht. Soll so sein. Ah, ich weiß es schon. Ich habe meinen Fiddler noch laufen. Haha, jetzt kann ich es Ihnen zeigen. Fiddler ist ja indirekt eine Man-in-the-Middle-Attacke, nämlich HTTPS. Und deshalb sollte es eigentlich jetzt klappen. Ja, sehen Sie? Jetzt kann ich Ihnen die Map zeigen. Anmelden. Hier sehen Sie die Hives, das habe ich genauso programmiert, wie wir das gerade gemacht haben. Und hier habe ich jetzt, Sie sehen, eine Map angezeigt. Das ist wirklich super einfach. Ich zeige Ihnen sogar den Code noch. In diesem Fall habe ich die Map im Code Behind implementiert. Das ist der entsprechende Code dazu. Hier setze ich das Zoom-Level, dass es schon etwas detaillierter ist, dass man die einzelnen Straßen sieht. Ich mache einen Push-Pin genau an die Location, Latitude, Longitude, die ich mir hier aus der Datenbank herausgeholt habe. Und dann sage ich einfach Map.Center auf die Location. Und das war's schon. Mehr ist hier nicht zu tun. Es ist wirklich so einfach, wie Sie es hier sehen. Und das ist eben der Bing Maps SDK neu für Windows 8.1. Ist deutlich schneller geworden. Generell wurde in Sachen Performance sehr viel getan. Wir kommen langsam, aber sicher ans Ende.
Und ich möchte ein paar der letzten Slides, alles andere habe ich Ihnen gezeigt, das sind, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was Sie von mir bekommen. Sie sehen hier alle möglichen Codebeispiele mit diesen Headern und Placeholdern. Das müssen Sie sich alles nicht aufschreiben, das ist alles hier in meinem Slide-Deck drinnen. Ich wollte es Ihnen hier aber live zeigen, denn ich denke, die Slides durchlesen können Sie sich zu Hause auch. Die Live-Demo mit den Erklärungen, die macht hoffentlich den Unterschied. Und jetzt schauen wir uns nur die letzten paar Slides an. Und dann kommen wir zum Ende. Was gibt es noch Neues? HTTP-Client. Hurra, es gibt einen HTTP-Client unter WinRT. Klingt jetzt für .NET-Entwickler nicht sonderlich spannend. Es ist nämlich praktisch der gleiche HTTP-Client, den Sie von .NET kennen. Nur dieses Mal native in WinRT implementiert. Also Sie können ihn aus C++ ansprechen, Sie können ihn aus JavaScript ansprechen, Sie verwenden den gleichen Network Stack, den der Internet Explorer auch verwendet, mit Zugriff auf Caching und so weiter und so fort. Ist ein großer Vorteil. Für .NET-Entwickler ist dieses Feature bedingt sexy, es ist einfach eine andere zugrunde liegende Technologie. Okay, who cares? Für C++-Entwickler zum Beispiel, die keine Ahnung, irgendwelche Games für Windows 8 schreiben, ist das ein riesengroßer Fortschritt. Storage API hat sich einiges geändert, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Security, native Unterstützung von Fingerprint, wenn Sie einen Fingerprint-Reader drinnen haben, und Smart Cards. Also Ihre Windows 8.1 Applikationen können jetzt den Anwender bei bestimmten kritischen Applikationen um Authentifizierung über Fingerprint oder Smart Card fragen, ohne dass Sie spezielle Treiber brauchen oder spezielle Komponenten. Das ist bereits im Framework schon drinnen. Devices, hier möchte ich speziell herausheben diese beiden. Out-of-the-Box-Support für Barcode-Scanner und für Magnetstreifenleser. Das bedeutet, wenn Sie Kassensysteme zum Beispiel bauen und Sie nehmen vom Benutzer eine Kreditkarte entgegen und möchten die Daten über den Magnetcode auslesen, dann ist das jetzt möglich. Ohne groß selbst C++ programmieren zu müssen, ohne groß Treiber installieren zu müssen, die entsprechenden Geräte werden out of the box sofort unterstützt. Klar, Touch-Devices, Windows 8, Point-of-Sales-Devices, die sind hier eine klassische Anwendung oder irgendwelche automatisierten, eingebauten Automaten, wo Dinge drinnen sind, und dementsprechend wichtig ist diese Unterstützung. USB-Devices werden ebenfalls zum Teil unterstützt, also wenn Sie ein Device haben, das man über USB pairen kann, dann können Sie aus Ihrer Windows 8.1 Applikation jetzt darauf zugreifen, ohne speziell durch Treiberzertifizierung gehen zu müssen und so weiter. Ich habe dafür einen Link eingebaut, denn ich bin ja auch bei Weitem kein Experte, das ist einer der Punkte, da dürfen Sie mich nicht um Details fragen, ich bin da zu weit weg von der Hardware-Implementierung. Geofence. Das ist vielleicht für Sie ganz spannend oder für den Manfred ganz spannend, als Ergänzung für seine Applikation. Geofences, damit kann man Geofences setzen, das heißt, man kann irgendwelche Positionen mit Radius setzen, und was man dann machen kann, ein Hintergrundprogramm, das durch einen sogenannten Location Trigger automatisch aufgeweckt wird, wenn der Benutzer reingeht in diese Geolocation, rausgeht aus dieser Geolocation oder drinnen ist, das können Sie dann entsprechend definieren. Denken Sie daran, es ist für Windows 8.1, nicht fürs Phone, also es ist irgendwo der Tablet, aber man könnte hier durchaus das eine oder andere implementieren. Denken Sie, keine Ahnung, an irgendwelche Guides, die in einem Vergnügungspark draußen mit so einem Tablet herumlaufen, da könnte man verschiedene Dinge machen, oder in einem Freiluftmuseum könnten Sie allen Gästen so ein Tablet in die Hand drücken und abhängig davon, wo sie sind, erscheinen irgendwelche kontextabhängigen Informationen und. Hier sind der Fantasie sind ja kaum Grenzen gesetzt. Die Bing Services habe ich bereits erwähnt. Habe ich etwas vergessen? Search, Klar, Map, ja, Speech habe ich erwähnt. OCR, also Optical Character Recognition, habe ich erwähnt. Translator habe ich erwähnt. Synonyms und natürlich, falls Sie es brauchen, das Ad Service, um Ihre Applikation zu monetarisieren. Falls Sie mehr wissen wollen, der Windows 8.1 Feature Guide, hier ist der Link dazu. Werfen Sie einen Blick drauf, dort sind alle What's New Punkte von Windows 8.1 aufgeführt. Alle Controls, die Sie heute von mir gesehen haben, das Hub Control, die neuen Visual Studio Features, können Sie dort im Detail nachlesen, und jeder einzelne Punkt ist dann verlinkt mit den Detailinformationen von der MSDN. Wir bräuchten eine ganze Woche, wenn wir uns alles ansehen müssen. Ich musste eine Auswahl treffen, aber ich hoffe, Sie haben ein Gefühl dafür bekommen. Jetzt frage ich nochmal. Wer findet, dass diese Windows 8.1 Apps vielleicht nochmal
weiteren Blick wert werden. Zumindest zwei, drei. Danke. Und wenn Sie es nur mir zuliebe gemacht haben, dass Sie jetzt aufgezeigt haben. Ja. Ich hoffe, ich konnte trotzdem, auch wenn die Begeisterung am Anfang von Windows 8.1 nicht ganz so überschwänglich war, für jeden irgendwas reinbauen. Wir haben uns ein paar Visual Studio Features angesehen, die auch für WPF relevant sind. Wir haben uns ein wenig in die Cloud vorgewagt, was auch für andere Applikationen relevant ist. Natürlich Fokus auf Windows 8.1. Wir haben ein wenig NVVM angesehen, um Portable Code auszuprobieren. Und ich habe Ihnen in der Praxis eine Portable Class Library gezeigt. Das war meine persönliche Auswahl der Neuerungen aus Visual Studio 2013 und Windows 8.1. Und ich hoffe, es war interessant und hat Ihnen vielleicht auch ein wenig Spaß gemacht. In dem Sinn sage ich herzlichen Dank fürs Kommen und Zuhören und meinem Blog. Den finden Sie unter www.software-architects.com. Dort gibt es auch schon einen Eintrag, What's new for devs in Win 8.1? Das ist vom heutigen Tag. Die Slides finden Sie schon dort. Und spätestens morgen, übermorgen, werde ich auch den gesamten Sample-Code mit allen Teilen auf diesem Blogartikel veröffentlichen. Also schauen Sie dort mal rein. Und wenn das Thema Zeiterfassung für Sie interessant ist, Sie wissen ja, wir sind eine kleine Firma, das müssen Sie mir verzeihen. Dann klicken Sie mal rechts drauf und werfen Sie einen Blick drauf, ob Ihnen das vielleicht gefällt. Herzlichen Dank und noch einen wunderschönen und spannenden Nachmittag hier bei den Hotzen Tag von der Tierschutz. Ich glaube, der nächste steht schon hinten. Haben wir jetzt eine Pause?